Ja, Fribourg-Oderon verliert das direkte Duell gegen den EV Zug und rutscht damit aus dem direkten Playoff-Platz raus auf Rang 7. Julien Sprunger, ihr habt wirklich viel probiert heute Abend. Es waren wieder viele Chancen da, aber es ist so schwierig, Tore zu schießen. Ja, es ist schwierig. Ich glaube, dass wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht da im Zug. Ich glaube, wir haben so viele Chancen gehabt, schon wieder gegen Biel, gegen Rapi, genau gleich. 3-4 Vorstellate pro Spiel, wir probieren, wir haben, es ist so momentan, wir wissen, und es ist sehr, sehr schade, weil wir konnten sicher etwas machen da. Jetzt müssen wir nicht so viel denken, es gibt noch 2 Spiele, wir müssen unbedingt Punkte nehmen und schauen wir am Ende, was passiert. Ja, man muss irgendwie aus dieser Negativspirale rauskommen, kleine Dinge sind entscheidend, man hat gesehen, auch was Ihr Tor dann ausgelöst hat, oder? Sind Sie sonst mit dem Engagement, mit dem Auftreten von Gotthard zufrieden? Ja, ich glaube, Engagement ist da, war da heute. Wir haben so viel Druck auf Zug gemacht. Ich glaube, überall Schüsse, Offensivzone waren wir viel in so Zone. Aber leider waren wir 3-0 in Rückstand am halben Spiel. Und das ist immer sehr schwierig, da zu kommen und noch 3 Tore, 4 Tore zu machen. Aber es war viel gute Sachen. Leider jetzt nur Punkte zählen. Und wir müssen nach vorne schauen. Merci, Julien. Alles Gute. Danke.